Maiskolben, vorgegart, Klammer auf, Gemüseabteilung oder Vakuum verpackt, Klammer zu, 3 Scheiben Speck, 1 türkische Liga Butter, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Knoblauchzehe, 1 Esslöffel, TK-Kräutermischung, Fan Fufu, Artfuhr, 2 Kernsalz, Ingwer, 1 Msp, Chiliflocken, 3 Esslöffel Sojasauce, 1 türkische Liga Honig, 3 Stängel Koriandergrün, 2 Esslöffel Erdnusskerne, geröstet AFT, den Maiskolben in 3 Stücke schneiden und jedes Stück mit einer Scheibe Speck umwickeln. In einer beschichteten Pfanne die Butterschmelze und die Maiskolbenstücke darin rundum braun anbraten. Auf einen Teller legen und mit Pfefferwürz 1. Knoblauch abziehen und fein hacken. Zusammen mit den Kräutern in die Pfanne geben und die Maiskolben mit dem Knoblauchst beträufeln. RIF/D 50. Den Ingwer stellen und reiben. Maiskolben einmal halbieren. Butter in einer beschichteten Pfanne schmelzen. Maiskolben darin von allen Seiten goldbraun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Chiliflocken, Ingwer, Sojasauce und Honig zum Maiskolber geben und auch kochen lassen. Mais darin mehrmals wenden und den Sud dabei einköcheln lassen. 2. Koriander waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Erdnüsse und Koriander über den Maiskolben streuen und genießen.